Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Ja, ich fail wieder mal frischfröhlich durch die Gegend. Es ist echt zum Heulen zum Teil, wie ich mich schon wieder anstelle. Aber es ist halt echt schwer. Ein einziger Fehler und wir sind schon wieder voll fertig gefahren. Ich hoffe, ich erwische den jetzt noch, weil ich habe jetzt... Na, den erwische ich nicht mehr. Da ist gut, wenn ich schnell abhaue wieder. Na, ich will zurück. Puh. Jetzt muss ich warten auf den Depp. Der da drüben wäre jetzt besser gewesen zu machen. Ach Gottchen, blöd gelaufen. Ah, ich sehe gerade schon, wer da unten angetanzt kommt. Es wäre gar nicht so schlau, ihn da unten zu besiegen. Das heißt, wir müssen ihn besiegen, wenn er da oben ist, scheinbar. Puh, ich hoffe, das klappt. Na, klappt nicht. So nicht. Aber so vielleicht. Das sieht man ihn wahrscheinlich. Doch, man sieht ihn. Scheiße. Naja, weil er blöd gefallen ist. So. Wo ist jetzt der Kratler? Perfekt. Perfekt. So, schon mal anvisieren. Latschen nur weiter. Gut, sehr gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Den kommt der wieder angewetzt. Ich glaube, da können wir uns ruhig mal hierher boarden. Gut. Spitzi, spitzi. Wo wir den umhauen sollen, ich weiß es nicht so recht, ehrlich gesagt, dass uns keiner entdecken tut. Leiche gefunden? Wie geht das? Welche Leiche gefunden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Der da hinten. Okay. Okay, ich verstehe schon. Okay. Neustart. Ich verstehe schon. Das hilft mir nichts gerade. Okay, das ist gerade doof. Ich verstehe. Na, das hätte jetzt aber hinhauen müssen. Ich verstehe schon. Gut, dann müssen wir zuerst die linke Seite machen. Rechts hilft uns nichts. Der ist dann der letzte. Und der ganz der letzte ist eben der mittlere. Alles klärchen. Okay, dann müssen wir das so machen. Oh mein Gott. So, das müsste jetzt geglückt sein. Warten kurz. Da müssen wir eben von links die ganze Reihe machen. Boah, ist das übel. Das ist echt schwer. Und der Kerl da drüben eben ist der letzte. Dann kriegen wir das irgendwie hin. So, da dürfen wir schon mal. Ja, stimmt schon, was die sagen bei Spieletipps. Leicht ist was anderes, aber es soll ja auch nicht leicht sein. Es soll mich schon ein bisschen martern. Das passt schon so. Was? Der ist erledigt. So. Was mache ich mit dem Kerl da unten? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wann der richtige Zeitpunkt für den ist, abzunibbeln. Jetzt kommt er wieder rauf. Hat er jetzt echt die Leiche entdeckt? Ja, und mich gleich mit dazu. Das ist echt doof, dass man die nicht wegtragen kann, ne?
schön die Nerven beibehalten. So, wo ist jetzt der eine Kradler? Ich bin gerade voll konzentriert. Oh mein Gott, bitte seh mich nicht. Er sieht mich. Kommt jetzt echt schauen. Das ist jetzt natürlich blöd, ne? Müssen wir schnell abhauen. Ja, du wirst paranoid. Boah, das war nur Glück jetzt. Da unten ist noch einer. Boah, ist das schwierig. Wie, die kommen alle jetzt hierher. So ein Kradler. Und der kommt genau daher. Och nö. Ich glitsche gerade. Oh fuck. Da kommt gleich noch einer. Bitte dreh um. Bitte dreh um. Gott sei Dank, der dreht um. Tschüss. Ja. Wo ist jetzt der eine, der da herumhatscht? Du müsst jetzt hier im Moment wiederkommen. Nein, nicht darauf. Oder kommt nimmer. Das könnte auch sein. Vielleicht hat er gar keinen Bock mehr. Das wäre jetzt echt wieder bitter, wenn ich das verhau. Hallo? Licht ins Dunkel, ist hier jemand? Der hat's entdeckt. Mist, wieder Punkte verloren. Naja, was soll's. Der Kradler ist jetzt jedenfalls erledigt. Jetzt könnten wir normalerweise uns hier hinporten. Da müsste nämlich, ja, da rennt er. Der Sackelpicker. Sind es zwei oder ist nur einer? So, das müsste jetzt erledigt sein. Oh nein, ich habe den da oben vergessen. Ah, ich glaube, das hat hingehauen. Puh. Ja, theoretisch könnten wir jetzt den Kradler da oben besiegen, ne? Was? Nein, nein, nein. Oh, da stehen gleich zwei. Hast du Angst vor Gespenstern? Nein, es ist nur, kennst du die ganzen Geschichten über diese Gegend nicht? Leute, die einfach verschwinden. Die alten Götter Aragami. Götter? Ara was? Komm schon. Wenn du zu viel über alte Märchen nachdenkst, endest du noch wie Hauptmann Yuki.
sind. Mach dir nicht in die Hose. Wir sind ein alter Gott? Sind wir etwa wirklich der Neunschwanz? Oh, da kommt jemand. Warten. Verstecken. Hoffentlich sieht ihr jetzt nicht die Leiche. Hin. Da. Nicht laufen. Passt, ich hoffe, der entdeckt uns keiner. Oder ihn halt. Ich muss zuerst nur noch den Kratler dort finden. Der muss zuerst abnibbeln. Langsam. Okay, jetzt geht er wieder rüber. Was nicht so klasse ist, glaube ich. Ah, das ist voll. Das ist total spannend gerade. Also ich finde es spannend. Bitte dreh um. Bitte dreh um. Gott sei Dank. Wow, ey. Sobald er rauf geht, nehmen wir ihn uns vor. Das mit in die Schatten springen ist ein bisschen schwierig, weil es oft keine Schatten gibt. Scheiße, er hat sich zu schnell umgedreht. Ja, das habe ich jetzt versammelt. Ach, wie schlecht. Und immer fängst du da an. Das ist so bitter. Na, das ist echt bitter. Scheiße. Nochmal. Gezwungenermaßen. Wo ist dieser eine Kratler? Achso, da geht jetzt... Geh weg, da ist niemand. Ma, ist es bitter. Es hat so gut ausgeschaut. Und dann versemmel ich sie wieder. So bitter, la la la. Komm, ja, schleich dich rauf. Na, würdest du? Da ist jemand. Du spinnst ja. Wer ist denn da jetzt? Wieso kommt denn der? Was, das ist halt echt nicht nett. Boah, ich glaube, das war jetzt nur knapp. Das war jetzt, glaube ich, nur noch knapp. Alter Schwede. Na fein, wo wir wieder hier werden, ne? So, ihr Kratler, wo seid ihr? Da ist der Erste. Geh mal darüber. Eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht ermordet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt gar nicht mal so übel.
Ich sehe dich, Kradler. Boah, das sind zwei Kradler. Da ist noch einer. Hey, schläfst du? Na, wo sind sie hin? Ach, diese. Wie er steht gerade, ne? Da ist noch einer, kommt noch einer. Wie er gerade steht, ne? Nimm! Wieso hast du das jetzt gemacht? Du solltest ihn umbringen. Ja, das ist halt so, ne? Das ist halt so. Ach, das ist echt übel. Auf den Trottel muss ich jetzt wieder warten. Mann, ist das übel. Jetzt habe ich es gerade so schön hingeferkelt bekommen und dann geht wieder nichts. Ich müsste schauen, wenn ich jetzt ein paar kaputt gemacht habe, ob ich da oben wieder hin kann und ob sich das dann mitspeichern wird. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist echt gemein. Boah, das war jetzt knapp. Jetzt war ich fast zu übereifrig. Ja, streck dich mal, geh weiter. Das ist echt gemein. Das ist richtig gemein. Jetzt hänge ich da an dem Level fest. Es wäre halt wirklich einfacher, wenn du nur bräuchtest, durchzuhuschen. Ne? Ja, und wieder versammelt, wieder die falsche Taste erwischt. Ach, das ist so bitter. Das ist halt echt bitter. Ja, und entdeckt. Ich scherme bald nicht mehr, echt. Kacke! Ach, Gottchen. Ja. Beim ersten Mal hat es super hingehauen, ne? Da, ich meine, da gab es nichts zum Beschweren. Das war echt super gemacht, aber puh, jetzt irgendwie gab das nicht mehr so recht. Da war der Kerl ganz oben, der wurde nicht entdeckt. Das war eigentlich super, aber ja. Irgendwie gelingt mir das jetzt gerade nicht mehr. Was genau zusammenpasst mit dem Arschkopf da drüben. Vielleicht müsste ich nur ein paar Sekunden warten, bevor ich ihm den Gnadenstoß versetze. Ja, ja, streck dich nur. Geh weiter, bitte. Ich meine, das wäre echt einfacher, wenn du nur bräuchtest durchhüpfen. Würdest du... Hallo? Jetzt spinnt das wieder rum. Jetzt dreht er sich gleich um, wie wir sehen. Und entdeckt. Er braucht auch so lange beim Niedermeucheln, ne? Freilich kommt er jetzt. So. 50 Punkte verloren. Schlecht. Aber was soll's. Mann, komm, visiert den Schatten an, nicht den Stein. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das Zeug da anzuvisieren. Darüber.
Kommt da jetzt echt wer? Ja. Kommt da noch jemand? Normal nur der Gelbe von der Seite, ne? Der wird noch entdecken. Der Rote da unten. Fürchte ich. Na? Hat hingehauen. Jetzt, das verstehe ich gerade nicht, wie das noch funktioniert hat. Boah, ich will speichern. Ich will das so gern speichern. Boah, ey, ist das aufregend. Warum gehst du da jetzt rauf? Wow, ich bin nicht verstohlen, nicht versteckt im Schatten. Es geht ja da ganz rauf. Der hätte müssen da unten sterben. Tschüss. So, jetzt habe ich vielleicht meine Chance. Und zack. So. Dann next one. Ein Friedhof, okay? Der erzählt wieder sein Geschichten. Kommt der Kerl schon? Die Schriftrolle. Schau, die Wand. Schau das. Wow. Fähigkeitspunkt verfügbar. Das war jetzt bei F1, ne? Was hätten wir hier? Du hast nur eins. Du hast nur zwei. Was haben wir denn jetzt bitte für eine Fähigkeiten-Dings bekommen? Vielleicht Schriftrollen. Hm. Dein treuer Rabe Kurosu erkundet das Level und zeigt dir die aktuellen Ziele. Aha, das war, glaube ich, gerade ein kleiner Spoiler. Das scheint das Tier zu sein, das uns helfen wird. Was haben wir hier? Hyo-Chroniken. Das war's, Männer? Kann man das nicht lesen? Nö. Na gut, dann zurück. Boah, ey. Falsche Taste schon wieder. Ui, caramba. Hallo, Trottel, kommst du nicht? Oder haben wir den schon umgeniedert? Kann mir gerade echt nicht vorstellen, dass wir den schon gehabt hätten. Vielleicht aber doch. Wie schaut es jetzt mit den beiden hier aus? Ja, jetzt muss ich kurz Acht geben, ob der sich jetzt nicht umdreht. Na, freilich dreht er sich um. Ah, nein, der geht weiter. Okay. Jetzt noch einer oder haben wir den jetzt wirklich schon? Ich glaube, den hatten wir schon. Ich glaube, das war der zweite, der hierauf gegangen ist. Ja, ich glaube, das ist schon der. Passt. Schaut diesmal ein bisschen besser aus. Jetzt können wir den dazu klatschen.
gerade. Der hat gerade Fuck gesagt. Ja, das würde ich auch meinen Fuck. So. Links, rechts gucken. Alles gut. Hier scheint es auch sauber zu sein. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Kratler da oben noch kriegen. Wow. So viel zu Kratler, da steht er doch glatt. Okay, ich kann mich da nirgendwo. Ja, toll. Der Sprung hier war eigentlich schon. Was? Das war sauber. Jetzt ist nur mehr der Kerl da drüben und dann haben wir schon freie Bahn. Ja, da muss ich genau schauen. Da hat vielleicht irgendwo was versteckt ist. Hätte ich jetzt glatt eine Schriftrolle übersehen, wenn du die denkst, ne? Boah. Ich sehe schon, die Level kann man sicher fix noch ein paar Mal spielen. So. Das müsste es gewesen sein. Fürs Erste. Jetzt können wir hier noch ein bisschen uns umschauen. Ob es hier vielleicht noch irgendwo eine Schriftrolle gibt, noch eine zweite. Also richtig viel Zeit zum Schauen hat man hier nicht unbedingt, solange die Gegner hier leben. Aber auf dem ersten Blick schaut es so aus, als hätten wir unter Anführungszeichen alles Nötige gefunden. Ist da was Besonderes? Na, nur eine Schüssel voller Köpfe. Ja, ich glaube, das war's. Wir haben, glaube ich, momentan alles gefunden. Mhm. Da würde ich sagen. Hier oben, Aragami. Finde das Tier. Schaut es da unten aus? So, wo kann ich hin? Da? Da sind schon wieder Wachen. Bewache einen Talisman, bewache einen Vogel, bewache diese Tür, bewache jene Tür. Bewachen, bewachen, bewachen. Wann kämpfen wir endlich mal? Das sind Hauptmann Hikarus Befehle. Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Ich weiß nur nicht, warum er sich solche Sorgen um einen Vogel in seinem Käfig macht. Ich würde ja gerne mal gucken. Das lässt du lieber. Der Hauptmann taucht in dem Moment auf, in dem du deinen Posten verlässt. Dann weißt du, was passiert. Hast du ihn schon mal wütend erlebt? Boah, ich war dabei, als diese Schlange Hio mit seinen Männern Hauptmann Yuki feige überfallen hat. Als Hauptmann irgendwie und so weiter. Ja. Aber viel wichtiger ist, dass ich es war, der diesen verdammten Vogel eingefangen hat. Fass ihn nicht an. Ja, ja. Gut, gut, ich bin ja schon still. Puh. Und nun, was machen wir mit dir? Aha, ich sehe schon, das muss schnell gehen sozusagen. Da hinten soll er sein, ne? So. Puh. Endlich! Befreien wir ihn und dann weiter. Hm. Oh. Nanu? Was war das? Hm. Hm. Guter Zeitpunkt. Ich werde versuchen, ihn aufzuhalten. Was? Folge dem Raben. Gehen wir lieber wieder nach oben.
oben. Da finde ich, ist es ein bisschen sicherer. Wo will das Federvieh uns eigentlich hinführen? Na, ihr zwei? Ich glaube, die sind nur noch am Quatschen. Okay, das hat geklappt. Ja, das wäre ein schönes Ziel jetzt, ne? Wann wird uns der hier angehen? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hallo, ihr zwei? Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Wieder raus komplett oder was? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt? Vogel? Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das war leicht falsch. Der Part ist auch wieder zu Ende. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, wo das Vögelchen hin ist. Ich weiß gerade auch nicht so recht, was wir machen sollen. Es ist wurscht, wo ich da hinhüpfe. Der Vogel ist futsch. Es gibt hier scheinbar auch... Ah, da oben. Ich glaube, da kommen wir raus. Nanu? Würdest du bitte? So. Folge dem Raben. Okay, aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind ein Stückchen weitergekommen. Manchmal ist mir das Glück auch holt. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!